Guten Morgen, Freunde, und willkommen zu einem neuen Video. Heute habe ich wirklich die Ehre, mit De Hoff himself zu trainieren. Hallo. Hallo. Ist mir auf jeden Fall. Guten Morgen um 3 Uhr. Ja, guten Morgen. Das sagt viel aus über deine Lebensgewohnheiten. Ich fange die Videos immer mit Guten Morgen an. Ja. Deswegen passt das schon so. Auf jeden Fall machen wir heute ein bisschen Rücken, denn ich würde sagen, so die stärkste Muskelgruppe von David ist schon der Lat. Und mein Lat, ihr wisst es, ich habe so ein bisschen auf jeden Fall versucht, diesen Muskel auszuprägen. Eventuell kannst du mir den einen oder anderen Tipp mit auf den Weg geben. Und dann würde ich sagen, Freunde, viel Spaß mit diesem Video. So, erste Übung, und zwar langhandel rudern im Untergriff, ne? Genau, also wir haben gesprochen über den Lat. Also richtig, ne? Unten das Fleisch. Richtig viel Fleisch. Und gut, das hat natürlich auch mit meiner Veranlagung zu tun. Der ist bei mir relativ stark entwickelt, dementsprechend andere Rückenpartien ein bisschen schwächer. Ist halt meistens so, ne, dass das eine dann den anderen ein bisschen die Arbeit abnimmt und dann noch mehr wächst und der Rest weiterhin verkümmert bleibt. Aber so habe ich angefangen. Früher, das war so Dorian Yates damals, war aktuell, Ruder mit Untergriff, der hat den besten Lat gehabt, wahrscheinlich bis heute. Dann habe ich das halt auch gemacht mit meinen 15 Jahren und mit der SZ-Stange. Das ist eine ganz schöne Variante, weil du brauchst eigentlich keine Griffhilfen, weil die Stange eben nicht rollt. Ja. Kannst du sehr gut festhalten und dann ziehen wir halt Richtung Bauch. Ich denke mal, das ist mit deinen wissenschaftlichen Grundlagen konform, absolut, dass das auf den Lat geht. Absolut. Okay. Ich glaube, David, der ist auf jeden Fall stabil am Start hier. Ey, David, wie viele Sätze machen wir eigentlich? Alle. Naja, mal schauen jetzt. Ich habe sie auch, wir haben kurz gequatscht, wir haben die ewig nicht mehr gemacht, die Übung. Ich habe das letzte Mal gemacht, als ich mich verletzt habe in der Vorbereitung. Ich habe mir den Bizeps angeknackst damit ein bisschen. Das waren jetzt 103 Kilo ungefähr. Ja, ein bisschen schwerer machen wir noch, oder? Ja. Mal gucken, ne? Ich habe keine Ahnung, wie viel ich da nehmen kann. Easy. Easy, komm. Easy. So, jetzt will es David wirklich wissen. Ich glaube, das macht er nur, weil die Cam an ist. Eine Kamera? Ja. Sei ehrlich, nee, ich bin ehrlich, ich wäre normal eh zu faul gewesen für die Übung. Weil der Nachteil, wenn man so dick ist und so warm, kommt man ziemlich ins Schnaufen und so. Aber es ist ein schöner Anlass, mal wieder ein bisschen Gas zu geben. So schaut's aus. Wie viel Wiederholung? Was ist dein Ziel? 15. 15, ja. Die letzten, die werden den Heilige fahren. Mutter. David, was machen wir jetzt? Jetzt machen wir diese Gym 80 Rudermaschine. Bei Rudermaschinen ist immer wichtig, finde ich, dass die Griffe beweglich sind und dass sie am besten halt isolateral funktionieren. Das heißt, man kann mit jedem Arm einzeln ziehen und dadurch, dass die Griffe beweglich sind, ist man, also fällt es mir auf jeden Fall leichter, aus dem Rücken zu ziehen. Wenn die starr sind, ist es immer so ein bisschen komisch, ja, ne? Dann ziehst du immer so mehr aus dem Bizeps. Das ist ein natürlicher, ne? Also so wie genau. Du halt eben ziehen würdest, ziehst du dann. Sieht auf jeden Fall sehr wild aus, die Maschine. Ja. Für dich drum fangen wir jetzt leicht an. Genau. Und gleich sind wir wieder bei 140. So ein Satz zum Reinkommen. I'll run up the racks in the attic. Big facts, you're the dicks.
Wie viele Sätze machst du eigentlich in so einem Rücken-Workout insgesamt? So, wenn du alle Übungen zusammenzählst, die Arbeitssätze, also ohne Aufwärmsätze, dann würdest du sagen, dann machst du pro Einheit. Arbeitssätze? Ja. Ja, eigentlich immer 4 pro Übung, 4 bis 5 Übungen. Ja, also so 20? Ja. Und das einmal die Woche? Genau, also ich habe in der letzten Vorbereitung zweimal die Woche Rücken gemacht, jeweils in verschiedenen Übungen. Hat mir auch ganz gut getan, aber das sind so Fragen, die kriegst du bestimmt auch oft. Wenn du irgendwo eine Schwäche hast, solltest du das zweimal machen oder öfter machen. Ich habe beide Erfahrungen gemacht. Ne? Ich habe auch manchmal Beine nur alle 2 Wochen trainiert und die sind auch besser geworden, eine Zeit lang. Das ist die Frage, ne? machst du zu wenig oder zu viel? Wenn du zu viel machst, dann wäre halt weniger besser und wenn du halt zu wenig machst. Ja. Aber die meisten machen, glaube ich, zu wenig. So ein guter Gradmesser ist immer das Bankdrücken, wo du wenig bescheißen kannst und deine Kraft sehr gut einschätzen kannst. Und manchmal habe ich so das Gefühl, nach 5 Tagen, oh, war genau richtig, machst jetzt nur noch 5 Tage Pause. Ja. Und dann machst du nochmal nach 5 Tagen, dann hat es noch ein bisschen gezwickt oder so, dann denkst du, ich probiere mal 6, manchmal 8. Aber das Perfekte findest du nie raus, weil dein Körper ändert sich auch ständig. Ja, es ändert sich alles. Ne? Also jetzt wird es was schwerer, deshalb gebe ich vorher nochmal die Techniktipps und dann könnt ihr sehen, dass ich es dann genau anders mache. Aber im Grunde beim Rückentraining immer wichtig, gerade bei so einer Ruderübung, bei der Maschine kann man das sehr gut machen, dass man die Bewegung aus dem Rücken einleitet. Also praktisch die Schulter ein bisschen nach hinten, Rücken anspannen und dann die Ellbogen nach außen ziehen. Also immer versuchen, so nach außen zu ziehen. Nicht versuchen, das Gewicht zu sich zu ziehen, weil dann zieht man erstens so mit dem Bizeps, was natürlich auch jetzt nicht unbedingt schlimm ist, wenn der Bizeps wächst, aber wir wollen den Rücken trainieren, deshalb am besten so und dann nach außen ziehen und sich praktisch den Unterarm, hat man bei dir eben sehr schön gesehen, du lässt auch die Handgelenke gerade. Wenn es schwerer wird, dann macht man meistens schon diesen. Aber eigentlich ist der Unterarm nur so eine Verlängerung vom Ellbogen und wir versuchen den Ellbogen hinter den Rücken zu ziehen und die Schulterblätter zusammenzuziehen. Yes, David, mach mal vor jetzt, wie es richtig aussieht. Die ersten 2 kannst du noch filmen und dann... Und dann Cut. Easy, komm. Natürlich wieder full snack. So, wir ziehen jetzt von oben und zwar eng. Warum nicht breit? Oder ziehen wir gleich noch breit? Können wir auch noch machen. War jetzt einfach so eine spontane Entscheidung. Ich merke auch ein bisschen mehr, so muss ich sagen. Hast du das Gefühl, dass das Breite mehr auf den Teres Major geht, so ein bisschen mehr? Oder könntest du sagen, was würdest du bei dem engen stärker fokussieren und was würdest du bei dem breiteren stärker fokussieren? Brauchst du es mehr? Also ganz grob gesprochen, also beim engen insgesamt hast du einen größeren Bewegungsradius, finde ich. Du kannst natürlich mehr dehnen. Beim breiteren Griff kannst du ein bisschen weiter nach hinten ziehen. Ne? Im engen, da kommst du so bis hier vielleicht. Ja. So, damit man sieht, kommst du vielleicht bis hier hin. Hätte ich eine breite Stange, könnte ich noch ein Stückchen weiterziehen. Aber insgesamt so von der Biomechanik hast du so, finde ich, mehr Gewalt. Ja. Und kriegst mehr. Hast auf jeden Fall die volle Dehnung vom Lat. Ne? Mhm. Die ist ja hier und nicht da. Genau. Also ich habe immer den Breiten für den Teres Major benutzt, weil der hier schon voll gedehnt ist. Ja, weil das fehlt mir so ein bisschen. Das kannst du mir ja gleich als Feedback geben. Ich glaube obenrum, so der Lat ist ganz gut, aber so das obere Stückchen, ne? Das geht bei dir halt ultra weit raus und bei mir halt leider nicht so. Ja, wobei da immer die Frage ist, wie fein hängt das halt wirklich vom Training ab oder einfach von der Genetik. Ne? Meinst du, bist einfach nur gesegnet? Ja, in der Hinsicht. Ne? Ist ja auch so, dass Leute, die ein bisschen breiter sind, die sind eher ein bisschen flacher. Ne? Also es gibt ja diese, die schmaler sind, die haben meistens gute Brust, guten Nacken. Ja. Und die ein bisschen breiter sind, die sind oft ein bisschen flacher und dann fehlt halt hier oben ein bisschen das Fleisch. Das stimmt schon, ja. Unterm Strich, im Bodybuilding ist es natürlich besser, wenn du so der breitere Typ bist. Weil da gibt es einfach mehr Posen, wo das zum Tragen kommt. Ja. Hast du dann auf den, oder in den seitlichen eher das Problem dann, ne? Wahrscheinlich. Weil ja, wobei, da kannst du ein bisschen pushen. Ja, da kannst du ein bisschen drehen. Ja,
Ich mach das mal nochmal kurz. Das geht schon die ganze Zeit so, ne? Jedes Mal. 5 Kilo mehr, dann ich 5 Kilo mehr, dann er. David, wir sind nicht mehr die Jüngsten. Ja, du bist ja noch ein Küken. Ich muss aufpassen. Das ist auf jeden Fall, man merkt schon, zwei Wettkampfathleten trainieren zusammen. Nicht übertreiben, nicht verletzen und dann. Und dann ist immer das Gleiche. Immer das Gleiche mit den Jungs. Also ich glaube, also das Stückchen, so das hier. Das ist deine Schwäche? Ja, ich habe einen sehr guten Trap. Also so alles, was in der Mitte ist, so hier so, okay. Sehr gut ausgebildet. Also machst du sie bewusst so? Ja. Okay. Weil ich würde immer eher die Ellbogen nach hinten ziehen, ein bisschen, ja. Mehr, ne? Du ziehst sehr nach unten. Ja, ich mache sie halt, versuche sie halt so lattenlastig wie möglich zu ziehen, genau. Also an Rückentiefe und so ist eigentlich nie das Problem gewesen. Mhm. Ich habe auch Probleme mit dem Posing. Ich habe das Gefühl, wenn ich den Glut anspanne und den Beuger, dann zieht es mir die Schulterblätter zusammen. Mhm. Das habe ich auch noch nicht so irgendwie anekdotisch von irgendeinem Athleten erfahren, aber bei mir ist das Gefühl so, ich kriege dann den Latt nicht mehr so gut raus, wenn ich den Glut anspanne. Vielleicht hast du da auch noch einen Tipp. Wie man den Latt. Einfach öffnen, ne? Die Schultern nach vorne. Ja, ja, öffnen, einfach öffnen. Aber du willst hier hin. Genau, hier. Ja, dann machen wir gleich noch drüben die andere Maschine mal. Machen wir. Ui, schwer. Ui. David hat mir diese Übung jetzt empfohlen für meinen mickrigen Teres Major. Und David macht die Übung nicht, weil er danach einen zu fetten Pump da hat. So ein Luxus hätte ich auch gerne. David, mache ich sie richtig? Kannst mich gerne korrigieren. Ja, sieht gut aus. Ich versuche im Oberkörper vorne zu bleiben. Ne? So? Nee, im Oberkörper. Besser? Ja. Okay. Ich halte auch meinen Fuß so ein bisschen verbunden. Hast du eigentlich so eine Aufteilung zwischen Zugübungen von vorne und Zugübungen von oben? Ist das so bei dir 50-50 oder machst du eher lieber also so ganz von vorne? 50-50, also na, nicht ganz. Also ich würde zwei Übungen eher so rudern, zwei Übungen ziehen, also von oben eher und dann vielleicht Überzüge oder sowas, was so ja, beides abdeckt eigentlich. Ja. Und dann kannst du die jeweils zwei Übungen noch kombinieren, enger Griff, weiter Griff, so dann hast du eigentlich alles abgedeckt. So. Hast du alles, also recht ausgeglichen, ne? Ja, doch. Ja, so meist eigentlich auch. So, Freunde, das war's auch schon mit dem Video. Falls es euch gefallen hat, Daumen nach oben nicht vergessen und unbedingt The Hoff abchecken. Ich werde euch den Channel unten mal verlinken und David hat mir auch erzählt, dass er jetzt wieder mehr YouTube-Videos bringen will. Stimmt's? Ja, bei mir schwankt das ja. Manchmal jeden Tag eins und dann mal drei Monate gar keins. Ne? Aber ich glaube, die Leute würden es feiern. Ja, ich kriege auch immer super Rückmeldungen, also von daher müsste ich eigentlich ein bisschen besser sein. Du weißt ja selber, wenn du so deinen Rhythmus hast, wenn es läuft, dann bist du drin und dann kam jetzt bei mir Hochzeit und tralala dazwischen, dann hat es wieder ein bisschen gehakt und so. Und man hat auch manchmal mehr zu erzählen, ne? Wenn ja, du in der Vorbereitung bist, dann fällt einem das immer sehr leicht, weil dann wird man immer besser und ist so voll im Tunnel und so weiter und wenn du dann der Wettkampf rum ist, dann relaxt du erstmal wieder so ein bisschen, aber ich versuche regelmäßig was zu machen. Aber man kann ja auch in die alten Videos mal reingucken, wird bei dir genauso sein. Klar, absolut. Weil manche sagen, ne, Reis mit Hühnchen, bleibt Reis mit Hühnchen und
manche Sachen, die ändern sich halt auch nie. Ja. Danke, dass ich hier sein durfte. Freunde, bis zum nächsten Video. Ciao, ciao. Ciao.